So, da sind wir wieder bei einer weiteren Folge Gears of War. Beim letzten Mal haben wir den Fabrikator für unser Dorf geklaut, damit unser Dorf wieder Strom hat. Allerdings haben uns jetzt alle Krieg erklärt und deswegen müssen wir unser Dorf verteidigen. Carmine, geh wieder da hoch! Krieg! Trag die Küste! Okay. Muss nicht mal was drücken, du machst es einfach. Haben wir noch Munition? Das ist alles. Wird es schneller, wenn ich mitschiebe? Hoffentlich reicht das aus. Und jetzt rein. Müssen wir nach rechts lang oder hier lang durch das Tor? Ja, kriegst du es auf? Nein. Wir müssen den langen Umweg nehmen. Der Kistentrag-Simulator. Ich glaube, die Tante glaubt, aber wir haben irgendwen geklaut, also irgendwen gefangen genommen oder so, ne? Warum? Weil sie immer sagt, so ihre Leute. Die uns angreift. Ja, genau. Die hat irgendwie gedacht, dass wir wen geklaut haben von ihren Leuten. Aber haben wir gar nicht gemacht. Alter! Wir sind ja nur so eine sehr... Guck dir diese detaillierten Äpfel an. Die haben sich bewegt. Die Äpfelkisten da hinten sind richtig explodiert. Nicht gut. Alter, du kannst dich alles kaputt schießen. Ja, ist gut. Kommt man mit dem Teil hier die Treppen hoch? Bestimmt. Alter, wir sind richtig stark. Ja. Ich hab gute Muskeln. Weißt du, der steht nur da und wartet so auf uns. Mach doch mal. Jetzt geht das so ganz... Okay, die Kiste ist hier drin. Die Kiste ist auch hier drin. Die Kur ist fast da. Werf den Fabrikator an. Ey, guck mal, was hier liegt. Nett. Jetzt bitte. Bring den Fabrikator schon oder zum Laufen. Oder willst du auch eine Sniper? Oder darf ich mit zwei Snipern spielen? Nee, darfst du ruhig nehmen. Okay, Double Sniper. So, ich zieh mal. Ja, wir müssen auch mal arbeiten. Verbarrikadiert die Hallentür. Unsere Leute sollten alle drin sein. Neue Waffe. Okay. Ah, da war noch Munition, die ich aufheben wollte. Ja, wir müssen das gleich verteidigen wahrscheinlich. Munition! Ja, fast alle. Bis auf Mackenzie und Eli. Denen geht's gut. Sie sind zum Handeln im Süddorf. Mädchen? Ein Super. Kleiner Junge. Glaube ich. Okay. Eine Holztür, aber modern. Ist die Core wirklich hier, um uns mitzunehmen? Ja, Kleine. Ist sie. Aber Kleine, hat sie gesagt? Sicher? Kleiner. Versprochen. So richtig verwirrt. Wir beide einfach. Was ist das? Was okay, ist das für ein Ding? Wieso ist dieser Mensch so klein? Und? Alles gut. Wir haben durchgezählt. Ihr habt nur die Tür zugemacht. Das ist eine Lüge. Von wegen durchgezählt. Ja, da ist doch nur eine Person. Unsere Ministerpräsidentin steht auf große Geste. Durchgezählt zu einer Person. Ja, sie ist nicht gerade subtil. Tja, ich auch nicht. Verteidigt die Tür. Zeigen wir ihr, was es heißt, sich mit Non-Cons anzulegen. Non-Cons gegen Beasts, Alter. Okay, geh an den Fabrikator und bau uns ein paar Verteidigungsanlagen. Wieso nimmst du nicht die Axt hier aus dem Regal? Warte. Hab sie! So, hat man die Zunge geholt, die ich unbedingt holen wollte. Warum nimmst du nicht die Axt hier? Ich kann dich nicht nehmen. Guck mal, wenn du mal Munition brauchst, hier in der Ecke gibt's ein bisschen Munition, wo ich hier bin. Sind gerade. Oh ja. Geht die weg oder bleibt die, wenn man die aufhebt? Und die geht weg. Die sind für mich! Dieser Stapel bleibt, glaube ich. Ihr wisst doch hoffentlich, wie man einen Fabrikator bedient, oder? Dann Warum baut endlich was! Sollen wir was bauen? Alter! MG-Wache, Barriere. Ich baue eine MG-Wache. Okay, ich baue eine Stachelfalle. Machen wir jetzt hier Tower Defense? Ja, scheinbar. Welle startet in 1,50. Steht hier oben. Barriere Level 1. Mal, wo bauen wir am besten jetzt das Geschütz hin? Lassen wir doch eine Seite automatisch verteidigen, oder? Also komm nach links. Stell uns links mit auf. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ich komme rüber gelaufen. Ich kann nicht rennen. Welle starten. Zum Starten der Welle Rücktaste. Nein, wir starten jetzt hier gar nichts. So, und das stellst du einfach hier oben drauf, oder? Das hat nicht so eine lange Reichweite. Achso, das sehe ich nicht. Wobei... Kannst du es hier so hinterstellen, dass es hier so drüber schießt einfach? Warte, ich probiere mal. Ich guck mal, wie weit das schießt. Wenn kannst du es hinter so eine Barrikade stellen am besten? Oder ist es zu niedrig? Wenn ich das hier hinstelle... Ja? Dann kommt es gerade noch so an die Treppen dahin. Naja. Und woher kriegen wir diese Energiepunkte für die Verteidigung? Oh, ich kann noch eine Stacheldinge bauen. Aber guck mal, jetzt steht das einfach in der Luft. Ja, stell es dahin, wo du meinst. Wir haben ja noch ein paar Sekunden. Ja, ich habe es in die Luft gestellt.
Ich mach dasselbe, was ich auf der einen Seite gemacht habe, nochmal auf der anderen. Ich hab kein Geld. Aber du kannst übrigens hier Longshot jetzt bauen, ne? Dann haben wir jetzt, glaube ich, freigeschaltet. Also bei mir steht das da, dass ich bei Waffen das bauen kann. Ja. Ist bei mir auch aufgelistet. Was ist Rücktaste? Landungsschiff! Hab's gefunden. Jetzt geht's los! Okay. Hey, Carmine hat ihn erwischt. Siehst du, Kate, ich bin ein vorzüglicher Lehrer. Alles, was er weiß, hat er von mir. Da kommt er. Sie werfen die Feinde ab. Carmine! Gott. Ach Gott, verfluchte Scheiße! Alle bereithalten! Diese Diebis wollen sich unsere Leute krallen? Da müssen sie erst an mir vorbei. Keiner mag die Diebis. So, eine Sniper ist leer. Noch ein toter Hirte! Warum heißt der nicht Hirte? Wollen die uns zusammentreiben wie Schafe? Erwischt! Wahrscheinlich. Da ist ein Kondor! Ich sehe nur, die Leute sterben durch irgendwelche Sniper-Schüsse. Die Diebis von den Bewohnern fahren. Ja, meine Sniper hat eh nicht so viel Munition. Ich muss eh gleich Waffe wechseln. Und noch einen! Ich schieße mal rauf und dann stirbt er eh durch einen Headshot von dir. Ich kümmere mich nur um alle auf der linken Seite, keine Sorge. Alle rechts kannst du gerne wegballern. Ich habe nur noch zwei Schuss. Erwischt! Oh! Mein Geschütz kam noch geil zum Einsatz. Ein weiterer Kondor! Kannst du einfach nachladen gehen? Nein. Nein, ich darf die Munition nicht aufheben. Danke, da sind Verfolger! Okay, warum nicht? Keine Ahnung, ich kann scheinbar echt mit Pistolenmunition mitnehmen. Vielleicht darf man Scharfschützengewehre nicht nachladen, weil das zu OP wäre oder so? Wahrscheinlich, ja. Verfolger zerstört! Mein Geschütz schießt, ja. Alle Waffen von uns, die hier oben lagen, sind aber weg. Perfekt! Gibt noch eine Overkill. Oh. Weiteren Hirten zerstört! Ich müsste mal dahinter und mir Waffen holen. Versuch mal hier den Typen zu töten. Danke! Ein toter Verfolger! Die Drohnen sprengen sich an unsere Barrikade. Oh. Ups. Komm schon! Wir können mal hier hin. Ja, okay, unsere Barrikade ist weg. Ja. Auf der anderen Seite höre ich nur mein Geschütz. Aber das war nur der Anfang. Wir brauchen mehr Befestigung. Baut was, das sie verlangsamt. Bin dran. Dürfen wir wieder bauen? Ja. Wir haben wieder Geld. Woher kriegen wir das einfach so? Ich kann nicht fassen, dass Jin das durchgezogen hat. Ach, wir teilen uns unser Geld. Du musst sie wütend gemacht haben. Klar, doch. Hat nichts damit zu tun, dass du ihr den Kopf abgerissen hast. Wo baue ich das am besten hin? Das hat nicht so die krasseste Reichweite. Ich mach das einfach hier hin. Okay. Ich mach meins auf die Treppe einfach. So. Hier nochmal gucken, ob ich Munition nachladen kann oder so. Irgendwas muss ich ja machen im Leben. Eine Stachelfalle können wir, glaube ich, noch eine aufstellen. Nee. Hab sie. 1000 Punkte über. Das war sehr teuer, dieses Verlangsamungsding. Sie sind zurück! Wir sind bereit! Haltet sie von der Tür fern! Sammlerstück gefunden! Ja, habe ich gerade aufgehoben. Sie haben das Haupttor zerstört! Da kommen sie! Dumm Frontverhaltensregeln. Oh, jetzt kommen da größere Gegner, wie es aussieht. Elender! Stirb! Muss ich wieder mit diesen Gammel-Uzzis von denen auf die alles einballern. Ein toter Diebi! Granate! Weiteren Hirten Granate! Zerstört. Noch ein toter Diebi! Granaten haben es gebracht, Mann! Nimm das! Oh, ich werde gleich umfallen. Gibst du noch? Ja. Ah, super. Ich dachte gerade, ich muss zu dir kommen und dich retten. Ich hatte Angst um dich, Mann. Macht schnell! Ach, ich Sie brechen nicht. Durch die Wand! Weitere Diebis von links! Ich sammle nur gerade ein bisschen Muni auf. Alter, das kommt noch von links, aber viel. Er ist tot! Diebis.
Vielleicht meinen die auch mit Dibbys einfach Dibby-Tors. Ah, natürlich. Na super. Ganz viele Peter-Gesichter, die rollen dann so. Kommen sie, okay. Dann gehe ich hier in Deckung. Ja, du bist übrigens da ganz alleine ganz vorne, ne? Ja, dann darf ich nicht sterben. Weiteren Hirten zerstört! Nun kommen da halt ganz große Gegner und kennst du nicht gerade ein. Nein. Gut gemacht, Zombie, gut gemacht. Machen wir den Großen da weg, der gerade mit der Schrot offen ist. Hoch mit dir! Perfekt. Ich komme! Ich bin schon wieder. Geschützt unsere Bewohner! Nichts darf durch die Tür! Alter, wir leben noch. Oder ich lebe noch. Ich lebe auch noch. Was ist da rechts eigentlich? Was macht man mit meinem Verlangsamungsgeschütz? Das steht hier wie eine 1. Kann ich dem nicht einfach aufs Bein schießen? Der kippt um oder so? Feuer anstellen! Oh Gott! Oh Gott! Ja, die sprengen sich. Das war... Beschützer aktiviert! Ziel enthauptet! Raketenwerfer-Drohne mit Schild. Und wow, nicht das danke. Pferd! Nicht das... Ihr hättet alles machen können, aber nicht das Pferd. Die haben einen anderen Weg hoch! Ach, du wurdest gar nicht hochteleportiert. Nee. Ich schon. Wieso hochteleportiert? Ah, man kann den Schild kaputt schießen. Komm schon, du bescheuertes Scheißstück! Wo ist das bescheuerte Scheißstück? Hab einen Verfolger erledigt! Der Schild ist unten! Okay, ich schieße jetzt mal wieder drauf. Komm! Einer weniger, der Sorgen macht. Nimm es, was jetzt gedroppt hat. Okay. Achtung, Beschützer! Wenn du willst, dass ich das nehme. Ja. Warte, ich laufe erstmal in Deckung damit, okay? Ja. Hast du Raketenwerfer, Ding? Ja. Alter! Und das leer. Ich will auch eins. Schön. Hör auf, dich selbst zu schlagen, habe ich bekommen als Achievement, Aua. Weil ich den damit umgebracht habe. Hilfe! Hilfe! Ja, die Bots machen das schon. Wo ist denn jetzt mein Ding? Ist den verloren? Nee. Es geht doch. Hast du auch das Achievement bekommen? Oh nein. Wir haben die verfluchten Dibis erneut aufgehalten. Euch ist klar, dass es jetzt noch schlimmer wird. An alle, repariert und ersetzt so viel, wie ihr könnt. Schnell! Mein Geschütz steht immer noch. Ihr Kinder, geht schon mal vor. Ich überprüfe die Tür. Keine Puste mehr? Mitnichten. Ich habe schließlich auch die Dibis bei Siedlung 5 überstanden. Ganz unversehrt. Du hast geblutet. Ich nehme nochmal ein Geschütz mit. Hab mich geschnitten. Beim Rasieren. So. Hast du schon irgendwas Neues geholt? Zum Geschütz, ja. Ja, dann stell noch mal eine Barrikade links auf oder so. Stell's doch hier oben auf, aber du kannst hier oben alles abballern. Dann stellen wir da oben auch noch eine Barrikade auf, dass diese komischen Kugeln nicht mehr zu uns hinkommen. So. Wir können immer noch Sachen kaufen hier, ne? Ja, ich kann den Kasten hier nicht ablegen. Deswegen kann ich nichts kaufen. So. Einfach irgendwo ein bisschen davor stellen. Barriere. Der hält nur die Kugeln auf und die sprengen sich da dran. Also ein bisschen, genau, einfach so da unten davor. Der kann die hier nicht hinlegen. Wow. Da kann er sie hinlegen. Ja, leg sie da hin. Sollte ja reichen. Ich hoffe, das klappt. Ja, wir haben doch immer noch Geld, um was zu kaufen. Ich kann auch eine Barriere kaufen. Ja, die längste ist kaputt gegangen gerade in der Phase. Ich bin ja schon unterwegs. Hetz mich bitte nicht. Ich bin ein alter Mann. Doch, ich hetz dich. Ich bin eine Frau mit Raketenwerfer. So, bitte. Mom, die haben das Archiv zerstört. Ich seh's. Wir haben Kopien. Von den Daten, nicht von den Büchern. Die Dad aus Jacinto gerettet hat. Hey! Alle bereit machen. Ich glaube, die mögen uns irgendwie nicht, ne? Scheiß Roboter! Ah! Hol die alle! Okay, wenn es nach Land. Aber man kann die Sachen auch aufwerten. Nee, noch nicht. Ein toter Bot! Ein toter Bot ist ein guter Bot. Ja. Ich vergesse immer, dass ich nachladen kann schneller. Ich verkack's immer nur die ganze Zeit und lade deswegen noch länger nach. Das bin ich Leute, besser. Da kommen Verfolger!
Oh, oh. Feuer? Da, da ich na, mein Bock. Geschütz macht das ja easy. Huh, kommt jetzt wieder was Großes? Ah ja, da hinten. Wobei, so groß ist das ja. Alter, wie die dir rüber jumpen. Achtung, da müssen sie bei dir springen. Naja, die explodieren immer so langsam. Hab ich gebraucht. Los, Geschütz, schieß auf ihn. Dann halt nicht, Geschütz. Danke für nichts. Ich verblute gleich. Ein toter Verfolger. Nein, keine Muni. Ich brauche ja keine Muni mehr. Ich geh Munition nachladen. Hab einen Verfolger erledigt. YOLO, Mauder, genau, Dodo. Genau, was ich brauchte. Elender. Oh Gott, jetzt kommen die mit den dicken Maschinengewehren. Ein toter Bot! Los, Geschütz! Rasieren! Rasieren! Weitere hilf mir! Hilfen zerstört! Wo bist du? Ja, vor dem Roboter mit dem Maschinengewehr! Ich schieß schon drauf! Ich muss nachladen! Schön! Okay, er ist explodiert. Ich schieß mal auf den anderen. Sie haben Verfolger! Ich auch! Ein toter Didi! Aua. Hey, spreng mir nicht mein Ding aus der Hand. Ein toter Verfolger! Haben wir's? Ne, da hinten ist noch so ein... Jetzt hab ich's. Ja, da hinten kommen noch mehr, ja. Verfolger zerstört! Eigentlich müsste ja die dritte Welle verstanden. Ja stärker sein, ne? Ich fand die zweite jetzt nur stärker bisher. Scharfschütze! Aua, okay, es war nicht so gut. Ich geh mal in deine Box kurz. Alles gut, danke! Willst du aufheben, das Ding? Den Tri-Spießer da? Das ist für mich! Unrechtmäßige Erwünscht! Aua! Bin erledigt! Ja. Gut, ich wollte eigentlich dich aufheben. Nett! Aha. Ein toter Didi! Achtung! Hilf mir hoch! Ah! Okay, mir geht's gut. Mir nicht. Alles gut, danke! Okay. Wir haben jetzt gleich zwei von den Waffen, wenn wir den noch wegkriegen. Hey, hier ist noch ein Beschützer! Aua, hör mal jetzt auf. Jetzt haben wir hier einige von den Waffen hier rumliegen. Jawohl! Schön! Oh, die Drohne! Meinst du, es ist überhitzt, aber die Drohne ist tot. Das ist schon mal gut. Mir ist gerade irgendwo eine Sniper hingefallen, ich hab's gesehen. Hey, ja, das war der letzte! Gute Arbeit, Jungsbunde! Erfolg freigeschaltet. Zusammen ist man weniger allein. Ein Akt im Korb geschafft. Alter, wir haben den ganzen Akt durch, Digga. Alter. Oh, guck mal, die bringen uns extra noch ein bisschen mehr Strom. Nice, danke dafür. Scheiße. JD, da kommt eine Sturmfront. Oh, Mann. Ihr habt versprochen, dass ihr den Fabrikator stellt, ohne Jin zu provozieren. Ma'am, haben Sie nicht zugehört? Das hat nichts mit dem Fabrikator zu tun. Was habt ihr getan? Jin beschuldigt uns, wir würden ihre Leute entführen. Was auch immer das bedeutet. Ich hab euch gesagt, euch beiden, lasst mich das bloß nicht bereuen. Mom, du weißt, dass sie lügt. Seit wann kümmern wir uns darum, was die Chor denkt? Seit es zu Kriegen führt. Ihr drei. Bringt den Fabrikator zum Kraftwerk und installiert den Wechselrichter. Du weißt, dass Jin zurückkommt, oder? Wir müssen hier weg, sofort. Schaltet den Strom wieder an. Gut, ganz wie du willst. Hey, wenn noch mehr Chorleute kommen, schlägst du Alarm. Jawohl, Ma'am. Hey, du wusstest, dass dieser Tag kommen würde. Deshalb halten wir uns auch an den Plan. Können wir uns ein wenig sputen? Rainer ist schon sauer genug. Ja, ich weiß. Es kackt immer wieder ab. Das Teil hat heute viel durchgemacht. Ach ja? Willkommen im Club. Ich hab's gleich. Okay, JD, geh zu dem Schalter. Okay, rein damit! Ha, sieh mal an! Leute? Komm schon, gib's zu. Du hast kurz an mir gezweifelt. Hast du was angefasst? Was?
Da draußen ist was. Na los. Mom? Mom! Kate, hör zu. Versteck dich und dann verschwinde. Was tust du denn da? Kate, hör gut zu. Mom! Leute, das klang nach Dutzenden, vielleicht Hunderten, wie ein Schwarm. Was machst du da, Mann? Überhaupt keine Ahnung, wo sie hin sind. Hör mal, Jin kann uns helfen. Jin will uns umbringen. Kate, hör zu. Hey, das wird euch nicht gefallen, aber ich weiß, wer sich diesen Kristallscheiß ansehen sollte. Jin hat Leute, die sich darum kümmern können. Hey, ihr wisst genauso gut wie ich, dass... Del, nein. ...dass er uns helfen kann. Von wem spricht Del denn? Hey. Kann er uns helfen oder nicht? Ja, kann er. Die Frage ist, ob er es tut. Akt 2, Kapitel 1, der verlorene Sohn. Alles um das Anwesen. Ja, ne? Ja. Das war's auch mit Oscar, keine Vlogs mehr. Kommt schon. Schade. Wenigstens die Pferde überleben alles. Ja, ein Sturm kommt, juckt die nicht. Ist das eine Villa? Ja, das ist meine. Du sagtest, er wäre zu Hause. Ist er auch. Er ist immer zu Hause. Das Haus sieht verlassen aus. Da wohnt er auch nicht. Folgt mir. So ist er ab und zu mal drauf. Du wirst gleich wissen, warum. War bei dir das Lip-Syncing auch ein bisschen off? Ich dachte, der würde alles wieder aufbauen. So war es mal geplant, vor 15 Jahren. Rick Escape. Bist du hier aufgewachsen? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oder? Ja.
Dann war's das mit dieser Folge. Gears of War. Ja. Ich hoffe, ihr hättet Spaß beim Zusehen. Wir haben den ganzen Akt durch, Leute. Der erste Akt ist geschafft. So und wir wissen eigentlich noch nicht wirklich, was los ist, aber ihr erklärt uns das bestimmt in den Kommentaren. Nein, wir spoilern. Nein, nicht spoilern, einfach erklären, was los ist. Bis dann, Leute.